Willkommen zurück. Wir klären heute die Frage, schadet Pickup deinem Erfolg mit Frauen oder hilft es vielleicht deinem Erfolg mit Frauen? Viel Spaß beim Video. Also, hilft Pickup dir oder schadet Pickup dir? Ich möchte im späteren Teil des Videos Pickup noch ein bisschen genauer definieren, damit wir auch wissen, worüber wir hier reden. Das finde ich nämlich immer schwer. Man kann sicherlich gewisse Dinge angreifen und gewisse Dinge nicht. Es kommt darauf an, wie man es definiert. Aber vorher möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen von, also eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe zu dem Thema. Ich erinnere mich damals daran, dass ich, als ich angefangen habe mit diesem ganzen Thema, als ich eingestiegen bin, viel gelesen habe. Ich bin ein Typ, ich lese unglaublich viel, ich konsumiere super gerne Informationen und ich kann dann auch wirklich, also ich hole mir dann ein Buch und am nächsten Tag habe ich es dann durch und dann lese ich noch ein Buch und so weiter. Und damals bin ich angefangen im Pickup-Forum. Das kennen vielleicht manche von euch und da kann man ja lesen, bis man tot ist. Hab viel gelesen und habe dann mein erstes Buch gelesen, nämlich Lob des Sexismus. Und das kennen bestimmt auch sehr viele von euch. Und ich weiß auch, dass viele Leute damit eingestiegen sind. Auch ich habe das damals an Freunde weitergeleitet, damit die das lesen. Und Lob des Sexismus ist wirklich so das Paradebeispiel für ein Pickup-Buch in meiner Sicht. Und dann habe ich mir die Sachen da durchgelesen. Viele Sachen klangen für mich sehr stimmig, denn viele Sachen sind auch sehr stimmig. Und habe angefangen, langsam nach diesen Regeln und Normen zu handeln. Und das hat auch zu einem großen Erfolg geführt. Ich bin dann rausgegangen, habe Frauen angesprochen, hatte viel mehr Erfolg mit Frauen, habe mit vielen Frauen geschlafen, habe viele Frauen getroffen, habe kürzere Affärenbeziehungen gehabt, ein bisschen längere, ein paar monatige Beziehungen, bis ich dann irgendwann in meine offene Beziehung kam, die vor 2,5 Jahren zu Ende gegangen ist und die insgesamt 3,5 Jahre lang war. Und auch da hat mich dieses Buch oder sage ich mal, diese ganzen Lehren aus der Pickup-Community haben mich da begleitet. Zumindest aus dem Teil der Pickup-Community, den ich konsumiert habe. Ja, das will ich dazu sagen. Denn es kann auch sein, dass du an jemand anderen gerätst und eine andere Art von Informationen bekommst. Das muss man immer im Kopf behalten, wenn man über dieses Thema spricht. Ich war also mit meiner Freundin zusammen und im Buch habe ich gewisse Lehren absorbiert und aufgenommen, die mir gesagt haben, hey, ganz wichtig ist es, dass du auf keinen Fall nachgibst, deinen eigenen Standpunkt immer vertrittst und dass du niemals deinen Frame verlierst. Also, dass niemals der Zeitpunkt kommt, wo die Frau denkt, sie hat dich unter Kontrolle oder wo du irgendwie der Frau nachgibst oder irgendwas in dieser Richtung. Viele von euch kennen das sicherlich und haben das schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Und es kann auch sein, das möchte ich dazu sagen, dass du das auf meinem Channel findest, in zum Beispiel den älteren Videos, weil das halt Wissen ist, dass ich früher so angewandt habe. Das ist ganz wichtig. Du kannst, wenn du ältere Videos von mir schaust, Wissen finden, das ich aktuell zum Beispiel nicht mehr anwende. Das muss man verstehen, aber ich glaube, das ist auch klar. Ich habe das also angewandt und es gab viele Situationen, wo meine Freundin einfach sehr verletzt war und wo ich dann gedacht habe, statt irgendwie auf sie einzugehen oder statt für sie da zu sein, auch emotional, für den Menschen da zu sein, den ich liebe, emotional, war meine Devise dann, okay, ich darf auf keinen Fall nachgeben, ich darf jetzt nicht in ihren Frame reingeraten, ich muss in meinem harten Frame bleiben, ich darf jetzt nicht in ihren, oh, da ist irgendwas Schlimmes und ich bin verletzt, Frame reingehen. Das hat dann dazu geführt, dass ich sehr unfeinfühlig geworden bin, obwohl ich eigentlich ein sehr feinfühliger Mensch bin, ich kriege die Emotionen von anderen Leuten sehr gut mit eigentlich, habe ich dann so ein bisschen abgekapselt davon. Und das hat zu enormen Problemen in der Beziehung geführt. Ne? Und hat am Ende des Tages auch dazu geführt, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist. Die Geschichte spiegelt schon so ein bisschen das wider, was ich dir jetzt mitteilen möchte. Du weißt, ich habe angefangen in der Geschichte mit, es war sehr gut für mich, denn nachdem ich dieses Buch gelesen habe und mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich eben angefangen, Frauen anzusprechen. Das war sehr gut. Aber ich habe auch ganz viel Mist mitgenommen aus speziell diesem Buch. Wenn du es noch nicht gelesen hast, schau mal rein, aber sei vorsichtig. Das ist wirklich ein Buch, das muss man wirklich mit Vorsicht genießen, das Buch. Das muss ich ganz klar sagen. Habe also auch viele negative Sachen mitgenommen, die mir auch viel kaputt gemacht haben. Das muss ich ganz klar sagen. Und genauso ist Pickup zu betrachten. Ja, man hört ja mal wieder in den Medien diese Diskussion, oh, Pickup und Pickup ist alles nur schlecht. Und das, glaube ich, ist vollkommener Quatsch. Das ist halt einfach richtig dumme Berichterstattung im Sinne von, boah, ich nehme jetzt ein Thema und ich habe gehört, das hat was mit Manipulation zu tun und das ist schlecht und deswegen ist es jetzt schlecht und ich sage das jetzt in der Zeitung. Oder irgend so ein Quatsch. Das ist halt kompletter Blödsinn. Es gibt nicht nur schlechte Aspekte an Pickup, aber man muss aufpassen, an welche Informationen man da gerät. Na? Alles, was dich dazu antreibt, ein besserer Mann, ein besserer Mensch zu werden, was dich dazu antreibt,
mutig zu sein, Frauen anzusprechen, Frauen zu sagen, dass du sie geil findest, zu deiner Sexualität zu stehen. All diese Sachen sind richtig und wichtig und das kriegst du auch im Pickup mitgeteilt. Und das sind super Lehren, die jeder Mann mitbekommen sollte. Und auch wenn es um dieses Thema Anziehung geht, hat Pickup wirklich viel richtige Sachen zu sagen. Im Sinne von, schau mal, die Leute, die jetzt in einer Hierarchie weit oben sind, wenn man der Alpha ist, na, dann ist man attraktiver für die Frau. Ja, das ist so. Wenn du in einem Gebiet, in einem Bereich irgendwo der Führer von irgendwas bist, macht dich das attraktiver. Ganz klar. Jetzt hat das aber auch den Nachteil, dass in diesen Büchern dann immer steht, du musst immer der Alpha sein. Und dann rennen halt die Leute da rum und alphaen die ganze Zeit rum. Ich habe das teilweise erlebt, als ich habe mal den Berlin-Lehr geleitet. Berlin-Lehr ist... Also Leer sind diese Gruppen, die es in größeren Städten gibt, wo Leute zusammen losziehen und Frauen ansprechen. Und das habe ich mal geleitet in den Berliner Leer. Und da gab es halt teilweise Leute, die kamen dann neu hin. Und alles, was die gemacht haben, ist, sich mit jedem so anzulegen und zu battlen. So im Sinne von, schau mal, ich bin der Dominantere. Und das kann halt passieren, wenn du diese Pickup-Sachen konsumierst und wenn du auch vor allem die falschen Sachen konsumierst. Und so ist das Ganze echt mit Vorsicht zu genießen, denn man kann sich unglaublich viel Scheiße dadurch anlesen, aber eben auch sehr viel Gutes. Also wenn diese Pickup-Sache dich dazu bringt, mehr zu handeln, rauszukommen aus dir selbst, dann ist alles schön. Aber pass bitte auf, sobald es an solche Aussagen geht wie, du musst immer der Krasseste und der Beste sein, du darfst nie irgendwie auf Frauen eingehen, hör nicht auf Frauen, alles was Frauen sagen ist Quatsch, die wissen gar nicht, was sie wollen, die wissen gar nicht, was sie sagen. Sobald es in so eine Richtung kommt, würde ich zumachen und davon nicht mehr so viel absorbieren, denn das ist einfach schlechtes und nicht hilfreiches Wissen. Unter anderem wurde zum Beispiel im Buch gesagt, ja, wenn eine Frau irgendwie weint oder wenn eine Frau Probleme hat und sich vielleicht beschwert, dann hör ihr einfach gar nicht zu oder sag ihr, dass wenn sie jetzt nicht aufhört zu reden, du sie rausschmeißt oder irgendwie sowas. Und das mag im ersten Moment ja auch cool klingen für Männer, die ansonsten immer nur untergebuttert wurden, aber du wurdest halt nicht untergebuttert, weil Frauen fies sind, sondern du wurdest untergebuttert, weil du nicht kommuniziert hast, was du eigentlich willst. So, und jetzt lernst du hier im Buch, da kommuniziert jemand irgendwas, boah, ignorier den einfach. Was, das ist deine Freundin, du musst sie ignorieren, du musst sie rausschmeißen, dann gehorcht sie dir wieder. Und alles, was in diese Richtung geht, ist richtig schädlich für dich und für all deine Beziehungen mit Frauen. Und wenn ich Beziehungen sage, dann meine ich nicht nur deine festen Beziehungen mit Frauen, sondern einfach Beziehungen mit Frauen, sexuelle Beziehungen, alles. Das ist so eine toxische Scheiße, da musst du wirklich ganz extrem aufpassen. Ne? Also dann sitzt da, wie in meinem Fall, meine Freundin vor mir und ist total verletzt und ich mache einen auf Oberalpha und bin so, oh ja, darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil ich bin ja hinter Oberalpha. Ich darf mein Frame nicht verlieren. So. Und zu so einem Quatsch kann das halt führen. Und ich sage das deswegen, weil ich weiß, dass nicht nur ich diese Information so aufgenommen habe. Das ist ja der Punkt. Wenn jetzt nur ich das Buch gelesen hätte und zu dieser Schlussfolgerung gekommen wäre und das dann so umgesetzt hätte, gut, wäre es ja mein Fehler gewesen. Aber ich kenne ganz viele Leute, die das ebenfalls gelesen haben oder Sachen in der Richtung gelesen haben und das genau so umgesetzt haben wie ich, einfach problematisch. Witzigerweise sagt sogar der Autor im Buch dann noch, das steht da sogar, ich hatte noch nie eine Beziehung, die länger als ein Jahr ist. Und das ist ganz klar, wenn man das liest, was er da schreibt. Wohl bemerkt ist das Buch jetzt auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, das sagt der Autor auch, muss man dazu sagen, ist nicht darauf ausgelegt, die monogame Langzeitbeziehung zu finden. Das steht da auch nicht so. Aber es ist halt schwierig, wenn er Tipps dahingehend gibt, aber selbst sagt, er hatte noch nie sowas und macht einfach, schmeißt die Frauen dann immer raus, wenn die irgendwie Probleme haben oder so. So, ja, das mag funktionieren. Das mag ein, zwei Mal funktionieren, aber das baut auf Dauer einfach mehr Abstand zwischen dir und der anderen Person auf und das ist richtig, richtig schädlich. Und dann, und das ist das Problem, fängst du nämlich auch an, das gegenüber Männern zu machen. So wie in dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, wo der Typ auf mich zukam und dann angefangen hat rumzudominieren. Mit diesem Typen habe ich natürlich niemals Zeit verbracht, weil der einfach ätzend war, gleich von Anfang an. Ich habe natürlich verstanden, wo er herkommt, weil ich kam da ja auch her, aber das sorgt einfach für eine ganz böse Einstellung gegenüber anderen Menschen, nicht nur Frauen, sondern auch Männern. Das heißt, sobald Informationen in diese Richtung kommen, halt dich davon fern, grenz dich davon ganz klar und hart ab. Aber wenn es darum geht, dass du ein geilerer Typ wirst, dass du rausgehst, dass du in Handlung trittst, dass du mutiger wirst, dass du dich deinen eigenen Ängsten stellst, dann ist alles in dieser Pickup-Richtung gut. Nur du musst aufpassen. Es kann sehr gut für dich sein und es kann sehr schlecht für dich sein. Es kann beides sein. Und das, finde ich, ist eine ordentliche Auseinandersetzung mit diesem Thema und nicht, wie das in den Medien immer gemacht wird, oh, ist einfach alles schlecht. Ja, sobald es an Manipulation geht, dann wird es schlecht. Bin ich ganz bei denen. Ne? Aber es gibt eben auch noch diese andere Seite, ne? Also wenn es irgendwas mit Manipulation zu tun hat, wenn es irgendwas mit krasse Spielchen mit Frauen zu tun hat, dann ist es schlecht, denn wenn du das machst,
Das führt nur zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen mit Frauen. Und das wird dich auf Dauer nicht happy machen. Und darum geht's ja. Darum geht's ja in diesem ganzen Thema. Ja, warum machen wir das denn sonst überhaupt? Warum gehen wir raus, sprechen Frauen an? Wir machen das ja nicht um, also ich hoffe mal, wir machen das ja nicht, um eine Strichliste führen zu können, wer hat die meisten Frauen geknallt? Yeah. Sondern wir machen das halt, um eine geile Erfahrung zu haben für uns, für die anderen Personen, um einfach ein geiles Leben zu führen, das sich auch geil anfühlt. Mit tollen Erfahrungen, nicht mit Strichlisten. Wenn du ein Strichlistenmensch bist, habe ich dir jetzt vielleicht Sachen erzählt, die dir nicht besonders weiterhelfen, aber ich gehe davon aus, du als mein Zuschauer fällst nicht in diese Kategorie. Das wollte ich loswerden zu dem Thema Pickup, gut oder schlecht. Wenn du dazu Fragen hast oder Themenvorschläge, in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst. Wie immer sehen wir uns übermorgen wieder. Gestern kam kein Video, weil ich krank war. Ich bin jetzt wieder bereit und voll durchgestartet. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, unter mir dich für einen der letzten Coaching-Plätze im Sommer bewerben. Die Sommermonate sind jetzt fast voll, ein, zwei Plätze habe ich noch. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem weiterführenden Video. Wenn du das hier gesehen hast, schau da auch unbedingt mal vorbei, kriegst du noch weiterführende Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du hier warst, übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.